Ausdrucksstark, provozierend, hautnah, politisch. Das ist zeitgenössischer Tanz der Extraklasse und das ist das Werk der brasilianischen Tänzerin und Choreografin Lia Rodrigues. Wenn ich auf meine 40 Jahre professionelle Aktivität zurückblicke, dann sehe ich, geprägt haben mich die Begegnungen mit den Menschen. Es gibt eine Erfahrung, die sehr prägend für mich war. Das war das erste Treffen mit Pina Bausch. Das war ein sehr wichtiger Moment, wo mir bewusst wurde, dass ich Tanz auf eine andere Art und Weise machen kann. Lia Rodrigues, geboren 1956, ist eine Choreografin von internationalem Renommee. Sie studierte klassisches Ballett in Sao Paulo, lernte dann in Europa avantgardistisches Tanztheater kennen und gründete schließlich in Rio de Janeiro ihre eigene Compañía de Danzas. Doch damit nicht genug. 2004 baute sie in der größten Favela von Rio das Centro de Artes da Maré auf, eine Kombination aus Tanzschule und Theaterlocation. Das war sehr interessant, denn ich bin da nicht hingekommen als Lehrende, sondern als Lernende. Ich glaube, das ist die richtige Einstellung, wenn man irgendwo hinkommt und die Realität vor Ort nicht kennt, so wie in meinem Fall. Ich bin eine weiße Frau, ich komme aus der Mittelschicht, ich habe eine privilegierte Position in Brasilien. Ich durfte mich entscheiden, wählen, Künstlerin und Choreografin zu sein. Diese Gelegenheit wird der größte Anteil der brasilianischen Jugend nicht haben. Die Favela da Maré ist mit rund 140.000 Einwohnern eines der größten Armenviertel in Rio de Janeiro. Schießereien sind an der Tagesordnung. Die Bewohner ringen um Wasser- und Lebensmittelversorgung. Auch von der Pandemie sind sie stark betroffen. Doch Lia Rodrigues wehrt sich gegen Stereotypen. Dieses Bild, das man von der Favela hat, dass hier nur Not ist, das ist nicht wahr. Die Menschen ringen, die Menschen organisieren sich. Das ist beispielhaft. Für mich ist die Zukunft hier, in der Favela da Maré. Mit dem Centro de Artes erschuf Lia Rodrigues einen Ort für die Kunst mitten in der Favela. Die Tanzschule bildet rund 300 junge Menschen aus. Einerseits in der Kompanie für hochprofessionelle Tänzer von überall her, andererseits in kostenlosen Kursen für Kinder aus der Favela. Unsere Schule ist nicht nur eine Schule, um tanzen zu lernen, sondern man bekommt zum Beispiel auch Genderunterricht und Unterricht über Angelegenheiten der Favela. Wir machen Unterricht, damit die Schüler zu Bürgern werden. Unsere Schule bildet nicht nur Künstler aus, sondern Künstlerbürger. Es ist ein sehr großes Privileg, Teil einer Kompanie zu sein, einer Kompanie wie der von Lia. Ich tanze, seit ich sehr jung bin. Und ich empfinde das so, dass der Tanz mich durchdringt. Ich spüre, dass es eine Bewegung und ein Moment der Verwandlung ist. Ich verstehe mich so, dass ich auch Teil dieser Verwandlung bin. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir unseren Sitz hier in der Maré haben. Dass wir diesen Platz haben, der sehr groß ist, der nicht nur uns zur Verfügung steht, sondern auch für andere Projekte. Das ist nicht nur ein Ort für Menschen aus der Maré, das ist ein Ort für alle. Mit ihren Werken setzt sich die Choreografin für Menschen ein, die nicht so privilegiert sind wie sie selbst. Ohne Worte, aber doch mit klaren Botschaften. Für Freiheit, sexuelle Diversität, Schutz der indigenen Bevölkerung und der Umwelt, gegen Rassismus und die Politik des aktuellen Präsidenten Brasiliens. Für ihr Schaffen erhält Lia Rodrigues den Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken 2021. Ja, natürlich war ich super überrascht, dass ich eine Auszeichnung von der katholischen Kirche bekomme. Was kann die Kirche vom Tanz lernen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Tanz der Kirche etwas lehren kann. Ich denke, man sollte aufhören zu lehren, sondern man sollte mehr lernen. Vielleicht kann die Kirche einen Rollentausch vollziehen. Sie soll aufhören zu doktrinieren und zu lehren. Und sie soll einfach nur hören. Ach mein Gott, das kann ich doch so nicht sagen.